Hey, du bist an der Reihe, Stöpsel. Ich komme. Ich bin super stark. Willst du mich besiegen? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Hier auf Katze, wir befinden uns in der Pokémon-Liga und kommen jetzt zur praktischen Prüfung. Das ist unser erster Gegner. Mal sehen, wer es sein wird. Oh, ist es sogar direkt Kay? Könnte sein. Ich mag ihren Style total. Die ist so cool. Okay, Achtung. Jetzt bin ich gespannt. Dann lass uns gleich mal loslegen. Als erstes bekommst du es mit meiner Wenigkeit zu tun. Ein Kampf gegen Kay von den Top 4. Glaub ja nicht, dass ich es dir leicht machen werde. Also leg dich besser ins Zeug. Bereit? Also ich auf jeden Fall. Dann mal los, Thomas. Zeig mir, was du in den letzten Wochen gelernt hast. Velsa, los! Okay, sie startet mit Velsa. Entweder sie hat Wasser- oder Boden-Pokémon. Endlich können wir mal gegeneinander kämpfen. Weh, du knickst zu schnell ein. Für mich ist es perfekt, ein sehr, sehr guter Start, da ich mit Blumentrick das Pokémon direkt besiegen kann. Das war nicht schwer. Vierfache Pflanzenschwäche. Ah, das gibt's ja nicht. Komm zurück, Velsa. Na gut, dann wird es wohl Zeit, mein nächstes Pokémon ins Spiel zu rufen. Kamerupt. Und das bestätigt für mich, dass sie ein Bodenteam hat. Hauptsächlich Boden. Natürlich mit Doppeltypen. Am Anfang mit Velsa, Boden, Wasser, jetzt Kamerupt, Boden, Feuer. Okay, aber Leni sollte hier auch die perfekte Antwort darauf sein. Los geht's, Kamerupt. Lass dich von diesem Schlickdreh nicht einschüchtern. Aqua-Durchstoß! Und damit wäre Kamerupt schon besiegt. Naja, aktuell nutzen wir jede Vierfachschwäche perfekt aus. Donphan oder Donphan, da bleibe ich im Spiel. Ist nur von Typ Boden. Aber da sollte Aqua-Durchstoß doch eigentlich ausreichen, oder? Mal sehen. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Erdbeben. Oh nein. Au, 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 au. Boah, das hat echt viel abgezogen. Jetzt schnell noch die Wasserdüse hinterher. Und Kabeon. Donphan wurde besiegt. Ah, das geht ja echt schnell. Okay, noch gebe ich mich nicht geschlagen. Zeit für Dickdrie. Dickdrie ist ein sehr, sehr schnelles Pokémon. Ich glaube, da wird Leni besiegt werden. Ich tausche lieber zur Katze und setze auch hier meinen Blumentrick ein, um sie zu stoppen. Los geht's, Katze! Zeig, was du drauf hast. In Ordnung. Dickdrie, du bist dran. Dickdrie, spannendes Pokémon. Und wie gesagt, super schnell. Oh, ich bin aber schneller anscheinend. Blumentrick und Kabeon. Dickdrie besiegt. Aktuell noch gar keine Schwierigkeiten, aber wir haben auch immer Pokémon oder Attacken, die sehr effektiv sind. Kann sich ja durchaus ändern. Surlord. Typ Bodengift. Ich weiß gar nicht, was das für eine Schwäche hat. Psycho auf jeden Fall. Psycho habe ich aber leider nicht. Ich wollte mir ja TM Psychokinese kaufen in der letzten Folge. Da hat mir allerdings was von Reluk gefehlt. Reluk-Schlange. Also Pokémon-Material. Nicht übel, sprach der Dübel. So machen Kämpfe Spaß. Surlord, du bist dran. Oh, wenn sie mit dem Text kam. Ja, genau, es ist ihr letztes Pokémon. Jetzt wird's ungemütlich für euch. Surlord, schüttle unsere Gegner ordentlich durch. Und nimm die Energie. Los geht's. Oh oh, jetzt geht's erst so richtig rund. Okay, es ist von Typ Boden, verliert also seinen Gifttyp und das ist für mich perfekt, denn Lucario beherrscht den Angriff Eishieb. Ich könnte mich auch noch Terra kristallisieren, ich weiß allerdings nicht, ob ich das dann in den kommenden Kämpfen noch machen kann, weil man ja eigentlich erst im Pokémon Center gewesen sein muss. Deswegen spare ich mir das lieber auf und setze das ein, wenn es brenzlig wird. Schön aufpassen, dass sie nicht der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Surlord, Erdbeben. Oh, das zieht viel ab, oder? Mal sehen. Und? Ah, ja, hat schon viel abgezogen dafür, dass ich immens viel
höher bin, was das Level betrifft. Okay, aber wir haben es geschafft und damit auch die erste Top 4 Dame besiegt. Oder die erste von den Top 4, nämlich Kay. Gut gemacht, Lucario. Reife Leistung. Das muss ich dir lassen. Ach, Mist. Gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt. Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die in der Lage sind, die praktische Prüfung zu meistern. Doch bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich nochmal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey, du bist an der Reihe, Stöpsel. Ich komme. Hallo zusammen. Da bin ich auch schon. Hast du etwa verloren, Kay? Aber hallo, er ist echt stark. Sieh dich besser vor. Ich werde euren Kampf als unbeteiligte Zuschauerin mitverfolgen. Räche mich, okay? Ja, mach ich. Okay, jetzt bin ich dran. Bist du bereit? Ja, kleinen Moment. Ich würde noch gerne kurz mein Team heilen. Dazu nutze ich den Minusknopf, nämlich die sogenannte Autoheilung. Und jetzt geht's los. Bist du bereit, gegen Poppy von den Top 4 anzutreten? Na klar. Okay, Moment, ich gehe auf Position. So, perfekt. Okay. Echt toll, dass du es bis zum zweiten Kampf geschafft hast. Aber jetzt ist es Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Meine Pokémon sind nämlich alle hart wie Stahl. Deine schwachen Attacken machen ihnen gar nichts aus. Du wirst schon sehen. Kommt raus, meine Lieben. Hat sie Stahl-Pokémon? Oh, könnte sein. Ich hätte sie eher so auf Eis geschätzt. Okay. Patinara, ja. Sie startet mit dem großen Elefanten. Ja, ich habe jetzt leider kein Feuer-Pokémon. Angriff, Patini. Lass uns toben und stampfen. Patini ist der Spitzname. Ach, wie süß. Okay, Nachthieb. Ist zumindest ein Angriff, der effektiv ist. Und eigentlich auch echt viel abzieht. Tarnsteine werden jetzt leider ausgelegt. Das sorgt dafür, dass jedes Pokémon, das eingewechselt wird, Schaden nimmt. Vor allem Pokémon von Typ Flug können da echt viel mitnehmen. Also eigentlich ein ganz cooler Angriff, auch wenn er im ersten Moment nichts abzieht, so scheint es. Kramor hat eine Elektroschwäche, da rufe ich natürlich Angelo. Komm zurück, Katze. Los geht's, Angelo, ich brauche deine Hilfe. Zaplarang, Zaplarang. Okay, los geht's, Kramor. Mein schöner Stahlrabe. Zeig, was du drauf hast. Okay, mach dich bereit. Jetzt brauchen wir einen ordentlichen Ladungsstoß. Entlade dich, mein liebes Pokémon. Okay, Eisenabwehr, nicht schlecht. Bringt aber nicht viel bei Ladungsstoß. Und das besiegt sogar Kramor direkt beim ersten Schlag. Och nö, voll gemein. Dann setze ich eben mein nächstes Pokémon ein. Das ist ebenfalls von Typ Stahl. Okay, Angelo, komm zurück und erhol dich. Du bist dran, Jona, mein geliebtes Dragoran. Oh, wow, du hast sogar einen Dragoran. Okay, Bronzong, du bist dran. Zeig, was du kannst. Das ist meine Glocke. Bronzong nutze ich auch gerne als Wecker, wenn ich morgens in den Kindergarten muss. Da stellst du dir den Wecker? Ja, weil ich schlafe immer total lange. Los, dein Kopfstoß. Oh nö, hätte ja gar nicht so viel abgezogen. Ja, zum Glück nicht. Erdbeben hat nicht funktioniert, ihr habt's gesehen, weil dieses Pokémon Schwebe besitzt. Manche Bronzongs haben das, manche nicht. In dem Fall hat sie leider Schwebe, daher setze ich mal auf Wutanfall. Um meinen Angriff zu verstärken, ihr habt's gesehen, setze ich aber erstmal Drachentanz ein. Und das machen wir zweimal, denn Zen Kopfstoß zieht bei Dragoran nicht so viel ab. Also muss ich mir um meinen Drachen erstmal keine Sorgen machen. Mir reicht jetzt langsam. Zen Kopfstoß. Setz einen Volltreffer. Na, wir haben es wenigstens versucht. Wutanfall.
das wird mich nicht besiegen. Oder doch? Ach, Herr Jemini, komm zurück, Bronzong. Das gibt's ja nicht, du bist wirklich stark. Zeit für Magnezone. Sie ist in einer Zone. Magnezone. Okay, Wutanfall, Dragoran. Müsste es auch besiegen. Oh, was? Ah, es hat die Fähigkeit Robustheit. Überlebt also. Mit mindestens einem KP. Gut gemacht, Magnezone, meine ich. Oh nein, aber jetzt bist du leider K.O. Komm zurück, mein Pokémon. Ja, und ich bin jetzt leider verwirrt. Spätestens nach dem dritten Angriff von Wutanfall ist das jeweilige Pokémon stets verwirrt. Okay, Granforgita ist sogar ihr letztes Pokémon, glaube ich. Ich bleib mal dabei. Ich habe keine Angst. Mein letztes Pokémon wird mir bestimmt aus der Patsche helfen. Los geht's, Granforgita. Du bist so klein wie ich, aber du hast Muskeln ohne Ende, denn du kannst diesen schweren Hammer tragen. Zeit für Erdbeben. Jetzt mach mal nicht so schnell. Jetzt machen wir dich schick, Granforgita. Ganz, ganz schick. Ich hab mal was Schönes für dich vorbereitet. Guck mal, Granforgita, für dich. Oh nein, was macht sie? Terra-Typ? Terra-Typ Stahl. Okay, dann passt ja mein Erdbebenangriff hervorragend. Okay, Granforgita, mach dich bereit. Jetzt setz mir den ultimativen Hammer ein, okay? Nicht so schnell. Oh nein, Verwirrung. Okay, jetzt bist du dran. Nur die Harten kommen in den Garten. Deshalb gewinne ich mit meinen stahlharten Pokémon. Riesenhammer. Oh nein, Dragoran. Gut gekämpft. Komm zurück. Wie können wir diese Stahl-Pokémon stoppen? Am besten vielleicht mit Sophia und einem Nahkampfangriff. Denn Stahl-Pokémon haben eine Kampfschwäche. Los geht's, Sophia! Haha, glaubst ja nicht, dass du mich besiegen kannst. Glaub ich schon, Nahkampf! Zack! Und Granforgita wurde besiegt. Was? Aber das gibt's ja nicht. Oh nein, Granforgita. Mein Pokémon ist jetzt K.O. Du hast mich besiegt. Oh, Menno. Hey, nicht traurig sein. Dabei wollte ich mich doch an dir rächen, Kay. Ich hoffe doch mal stark, du wolltest dich nicht an mir rächen, sondern mich rächen. Naja, schwamm drüber, Poppy. Da du verloren hast, sollten wir jetzt so langsam mal den Dritten im Bunde rufen, oder? Oh, stimmt ja. Ich musste ihn schon lange nicht mehr rufen. Okay. Ah, okay. Du bist dran. Hä? Der? Aber der ist doch Arenaleiter. Was macht der denn hier? Okay. Das ist eine Überraschung. Hallo Aoki, schön dich wiederzusehen. Hallo, ich bin's, Aoki. Ja, ich kenn dich ja. Interessant. Kämpft er jetzt mit seinem alten Team? Dann setze ich aber erstmal einen Beleber ein für Dragoran, damit mein Drache wieder aktiv im Kampfgeschehen teilnehmen kann. Plus eine Autoheilung, das reicht aus. Wir sind bereit. Bist du bereit, gegen Aoki von den Top 4 anzutreten? Ja, gegen den Arenaleiter. Ach, du schon wieder. Wie du siehst, arbeite ich auch noch als Mitglied der Top 4. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Naja, in meiner Arena verwende ich Pokémon vom Typ Normal. Die passen gut zu meiner Persönlichkeit. Ich bin eben normal. Leider hat meine Chefin mich dazu verdonnert, hier einen anderen Typ einzusetzen. Beschwerden kannst du daher gleich an den Top-Champ richten. Naja, was soll's. Dann kämpfen wir. Ich mach dich platt, denke ich. Wenn nicht, dann, ja, dann hast du wieder gewonnen. Ich verliere sowieso. Also gut, Dienstbeginn. Fangen wir gleich an. Die Stechuhr verzeiht keine Trödelei. Aber das kennst du ja nicht, bist ja noch ein Kind. Naja, so ist es eben als Erwachsener. Ziemlich langweiliges Leben. Als Kind ist es ein schöneres Leben, glaub mir. Vor allem, wenn man nicht so viele Verpflichtungen hat. Och Mensch, Aoki! Das Leben ist doch immer lebenswert! Ich
bin da mal so frei, in diesem Kampf mit Flug-Pokémon anzutreten. Ja, danke, dass du mir das verraten hast. Aber Flug-Pokémon sind gegenüber Katze jetzt nicht unbedingt so toll. Egal, Nachtief könnte vielleicht Tropius, ja, trotz Volltreffer nicht ganz besiegen. Sonnentag. Oh, ich liebe den Sonnentag. Sehr schön. Und jetzt nochmal Nachtief. Das besiegt Tropius mit der Bananenkette. Ja, da hätte ich mir schon fast gedacht, dass du mein erstes Pokémon mit Leichtigkeit besiegen wirst. Zeit, Staraptor ins Feld zu schicken. Ich hoffe, du hast kein Elektro-Pokémon. Und ob ich ein Elektro-Pokémon habe? Los geht's, Angelo, mein geliebtes Zapflarang. Ja, hätte ich mir denken können, dass du auch eine Antwort auf mein Staraptor hast. Na gut, Staraptor, du wirst zwar gleich verlieren, aber probier's trotzdem, okay? Sturzflug oder Nahkampf, such dir irgendeine Attacke aus. Staraptor, Nahkampf. Oh, wow, 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 wow. Volltreffer sogar. Aber senkt Verteidigung und Spezialverteidigung. Tja, das ist eben der Nachteil von Nahkampf. Und das besiegt Staraptor. Ah, mein zweites Pokémon ist schon platt. Na gut, dann ist es wohl Zeit, jetzt mein drittes einzusetzen. Und das ist mein Altaria. Altaria, da schicke ich doch mal Lucario in den Kampf. Typ Flugdrache. Vierfache Eisschwäche. Lucario mit Eishieb sollte die perfekte Antwort darauf sein. Was sagtest du da? Eishieb? Ah, dann kann ich Altaria gleich nach Hause schicken. Na toll. Dann komm gleich mal zurück, Altaria, und erhol dich. Habe ich überhaupt noch eine Chance? Lohnt es sich überhaupt noch weiter zu kämpfen? Zeit für Coriogel. Oh, Coriogel! Welches denn? Das Gelbe. Welchen Typ hat denn Coriogel in Gelb? Weiß ich gar nicht. Flug? Normal oder sowas? Wegtanz? Was ist das denn? Noch nie gehört oder gesehen. Okay, ich bin auf jeden Fall wach. Was auch immer passiert. Setzen wir mal Drachenpuls ein. Bitteschön! Und damit gebe ich Coriogel den Rest. Und jetzt kommt auch schon sein letztes Pokémon in diesem Kampf. Ah, war ja klar, okay. Dann würde ich sagen, es ist jetzt Zeit für meinen Flamingo namens Flamingo. Mal gucken, ob du damit zurechtkommst. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber hey, sag niemals nie. Wahrscheinlich wirst du mich eh besiegen. Och Mensch, Aoki! Deine Fähigkeiten wachsen stetig, so wie die Wirtschaft. Hat man denn nirgends seine Ruhe? Los geht's, Flamingo. Aoki, du musst echt positiver werden. Du bist super traurig. Zeit, mir etwas Rückenwind zu verschaffen. Ich muss danach nur meine Frisur wieder richten. Okidoki. Terra-Kristallisierung. Los geht's, Flamingo. Bitte schön für dich. Grüß ein paar Luftballons. Das ist nämlich die typische Terra-Kristallisierung von Flug-Pokémon. Hast ein paar Luftballons auf dem Kopf und jetzt bist du das perfekte Maskottchen für den Jahrmarkt. Na komm. Toll, wir haben es geschafft. Super. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ach so, nee, noch nicht. Du hast ja noch ein paar Pokémon. Ja, tut mir leid, Aoki. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Denn ich stürze mich jetzt in die Gefahr und setze... Komm, Lucario nochmal. Vielleicht bin ich schnell genug und kann mit Eishieb Flamingo besiegen. Los geht's. Oh nein, Vorsicht, Eishieb. Ach nee, unfair. Okay, Nahkampf, schnell. Das könnte Lucario besiegen. Und tatsächlich! Flamingo ist ein ernstzunehmender Gegner, das muss ich schon sagen. Aber der Beulenhelm, der zieht auch nochmal etwas ab, wodurch wir mit keinem Pokémon auf dem Feld tatsächlich diesen Kampf beenden. Denn er hat sein letztes Pokémon verspielt und dadurch muss ich kein weiteres Mal einsetzen. Geschafft! Aoki wurde besiegt. Yeah! Ha, schon wieder. Mit deinem Höhenflug übertriffst du jedes Vogel-Pokémon. Yeah, geschafft! Du bist kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder, dass der Top-Champ dich mag. Nun gut, dann ist es jetzt an der Zeit für das letzte Mitglied der Top 4. Das ist dein Stichwort, Sinius. Er lässt auf sich warten. Ich glaube, er hat dich nicht gehört. Ach so. Sinius, es wird nach dir verlangt. Lauter, Aoki.
Du musst lauter sprechen. Okay, okay. Sinus. Sinus, du bist dran. Ha, endlich ist meine Zeit gekommen. Endlich bin ich dran. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Hallo Thomas, es freut mich, dass du es bis hier geschafft hast. Ich habe gerade mein Dampfnudelsende gegessen, weißt du? Und was dich betrifft, Aoki, Mensch, du kannst mich doch nicht immer vom Gay rufen lassen. Okay, jetzt kämpfen wir als nächstes gegen Sinus. Werden wir das schaffen? Meine Lieben, tippt auf dieses Video, das wird euch mit Sicherheit gefallen. Bleibt katztastisch!